In alternativen Kreisen spricht man auch über die Flüchtlingskrise, aber in einem ganz anderen Kontext, denn es wird vor allem bemerkt, dass dieser plötzliche Ansturm keineswegs ein Zufall ist, sondern ein gezieltes Instrument, um so Deutschland zu zersiedeln. Im Gespräch mit Regierungsberater und freiem Journalist Christoph Hörstel. Migration als Waffe, was ich sehr spannend und interessant finde. Wir haben das Thema Flüchtlinge, Migration bereits einmal thematisiert und da ist dieser Begriff Flüchtlinge als Waffe auch schon mal gefallen. Jetzt möchte ich mal gerne von Ihnen hören, wie genau Sie, weil ich war mit der Erklärung damals nicht ganz zufrieden, also wie genau erklären Sie diesen Begriff oder dieses Statement Migration als Waffe? Das ist nicht meine Erklärung. Das fußt auf den wissenschaftlichen Untersuchungen der US-Professorin Kelly M. Greenhill, die das 2010 veröffentlicht hat, mit x Beispielen, wie man Regierungen, Länder unter Druck setzen kann durch Flüchtlingswellen. Weil das ist ein, das kann den ganzen Staat an den Rand bringen. Ja? Wenn das also, schauen Sie sich mal an, was jetzt in Libanon passiert, ja? Wo eine Million syrische Flüchtlinge übers Land schütten und das Land hat gar nicht so viele Einwohner. Also das ist tödlich möglicherweise für ein Land. Es kann sich dann nicht mehr wehren. Es kann ja diese ganzen Menschen einfach umbringen. Und das sickert dann, wenn das Nachbarn sind, tief in das soziale Gefüge ein und so. Man steht sich kulturell nah, man empfindet sich politisch als nahestehend, zum Teil jedenfalls. Also hochschwierig so etwas. Und das als Waffe einzusetzen, Kelly Greenhill hat eine Menge guter Beispiele gebracht dafür. Und ich sage eben, dieses Mittel wird jetzt gegen uns eingesetzt. Das sage nicht nur ich, das sagen auch Willy Wimmer und andere. Das sind einfach, wer ein bisschen klug Politik analysiert, weiß, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung mit dem deutschen Geheimdienst BND, aus persönlicher Erfahrung, wir hatten früher unseren BND angewiesen, auf jeden Fall überall, wo er ist, zu verhindern, dass Leute zu uns kommen. Weil es natürlich einen zigmillionenfachen Druck gibt weltweit, wenn man sich wie ich in Ländern bewegt, die arm sind oder wo es nicht so gut läuft, Pakistan, Afghanistan, sonst wo. Jeder kennt das, wenn er Tourist ist in armen Ländern irgendwo, die Frage, sag mal, kannst du mir helfen, nach Deutschland zu kommen? Gibt es da irgendeinen Weg? So, Leute nähern sich freundlich an, haben aber eigentlich nur das im Kopf. Ja. So, wenn man also aufhört, den BND als Schutzschild zu benutzen, um auch so Schlepperbanden abzufangen, auszuschalten, in enger Zusammenarbeit mit den anderen Ländern. Und ich habe das sehr persönlich mitbekommen, wie eben ein BND-Resident da sehr eng mit der Landesregierung gearbeitet hat, wo er war. Schönes, gutes Vertrauensverhältnis. Wir wollen das nicht. Wenn jetzt also eine Migrationswelle sozusagen, ich nenne das mal Migrationswelle, von der wir auf jeden Fall sprechen können, von der wir hier sprechen müssen, weil auch die Bundesregierung, auch in deren Vertreter, nicht einmal sicher ist, ob 1 Million oder ob sogar 2 Millionen eigentlich fürs nächste Jahr die Obergrenze ist. Und da kann ich nur sagen, ihr seid wohl vollkommen durchgedreht. Das ist natürlich vollkommen irre. Das macht eine Bundesregierung auch, wie zum Beispiel die Konfrontation mit Russland und wie zum Beispiel die TTIP-TISA-CETA-Verträge und wie auch zum Beispiel den Euro-Betrug, gegen die deutschen, gegen die europäischen Interessen. Und das macht sie, weil Washington das will. Auch das führt dazu, dass dann der Hörstel hergeht und macht eine Petition gegen die Truppen. Und was wir hier im Prinzip haben, ist ganz eindeutig, dass die Bundesregierung die Schleusen geöffnet hat. Wer ein sinnvolles Dublin-Abkommen, das es uns erlaubt, Ankömmlingen zu sagen, Freundchen, jetzt gehst du zurück da in das erste EU-Land, wo du angelandet bist. Und mit den europäischen Freunden und Partnern setzt man sich zusammen und sagt, Jungs, ihr müsst ein Lager bauen, wo man die auffangen kann und kann das prüfen. So wie jetzt der ungarische Regierungschef Orbán das verlangt. Dann kommt man in sinnvolle Regelungen rein, aber man muss doch helfen. Wir können nicht als Deutsche darstellen und sagen, haha, wir sitzen mal im Zentrum in Europa, seht mal zu, wie ihr klarkommt. Das ist nicht Europa, das ist nicht Freundschaft und das ist auch nicht in Ordnung für die Menschen. Denn die Menschen fliehen meistens aus Not. In anderen Fällen fliehen sie auch, weil es ihnen wirtschaftlich besser geht. Wer aber in Griechenland anlandet und nach Deutschland will, der hat ein wirtschaftliches Ziel. Der ist nicht aus Not geflohen. Aber jetzt kommen mir da doch ein paar Fragen in den Sinn. Und zwar, erstens, es wurden wieder Grenzkontrollen eingeführt, weil es eben nicht regulierbar war. Somit wurden wieder Grenzkontrollen eingeführt.
Ungarn, Tschechien, Österreich, Deutschland sind sowieso alle dabei und haben gerade Grenzkontrollen. Mhm. Somit versucht man ja, diesen Fluss zu regulieren. Man versucht es zumindest. Bei so vielen Menschen ist das natürlich sehr schwierig. Man findet immer irgendwo ein Loch. Und dann eben noch die Frage, wem soll es denn nützen, uns mit dieser Flüchtlingswelle zu überschwemmen? So, das ist genau der entscheidende Punkt. Ich habe das vorhin kurz angesprochen. Einmal zu dem Punkt, den Sie völlig korrekt angeführt haben, das sind die Grenzkontrollen. Die Grenzkontrollen sind keine Grenzschließung. Müssen wir ganz klar sehen. Es ist noch am letzten Sonntag, als Herr de Maizière gesagt hat, wir kontrollieren jetzt die Grenze, wir holen im Polizeinotstandsverfahren in Amtshilfe Polizeikräfte aus Hamburg direkt von der Demo gegen rechts gegen Flüchtlinge, eine rechtsradikale Demo. Da holen wir die Beamten weg und tun die an die bayerisch-österreichische Grenze. So, das war ein Notstand, das haben die gemacht tatsächlich, so weit. 800 Kilometer und mehr. Und haben die da eingesetzt, aber die Grenze war nie zu, ist sie auch nicht. Und es gibt auch natürlich noch andere Grenzstellen. Man kann über Tschechien kommen und so weiter, ist überhaupt nicht locker. Und das war auch nicht geplant, die gänzlich zu schließen. Das heißt, diese Migrationswaffe wird weiterhin gegen uns gerichtet. Und jetzt Ihre Frage, warum? Das ist relativ eindeutig für mich, dass wir im Moment drei Dinge haben, die eklatant gegen Deutschland und Europa laufen. Das eine sind diese grauenhaften, ich nenne das alles in drei Fällen Hochverratspolitik, sage ich mal ganz offen. Dafür könnte die Regierung, wenn wir ein Rechtssystem hätten, das einen Pfifferling wert ist, könnten Regierungsplätze, alle Ministerien, die Kanzlerin, alle nach heutigem Recht schon in den Knast kommen. Ich spreche vom Eurobetrug. Hier wird Deutschland zum Zahlmeister eines riesigen Finanzbetrugsmanövers, das nur der Mafia dient und niemandem sonst. Dann haben wir diese Wahnsinnsverträge, auch ein Stück irrer Hochverrat, die praktisch systemverändert wirken. Nicht? TTIP, TISA, CETA. Selten werden alle drei genannt, deswegen freue ich mich, wenn wir sie nochmal sagen, damit jeder das begreift. TTIP, TISA, CETA, das ist ein Sumpf von Hochverratspolitik. Und der dritte Punkt ist eben die Konfrontation mit Russland. Da wollen wir nicht hinein, da sollen wir reingezwungen werden. Und während die Vorbereitungen für dieses Zeug laufen, hält man das Volk kirre mit solchen Migrationswellen. Wahnsinn. Also ja. Ist es ein Ablenkungsmanöver? Das ist ein riesiges Ablenkungsmanöver und im Prinzip passiert... Aber es belastet doch Deutschland. Natürlich soll es auch. Warum? Man möchte im Prinzip Deutschland zersiedeln. Diese Menschen, die da ankommen, freuen sich über so eine... Stellen Sie sich mal vor, Deutschland ist sozusagen von der sozialen Situation her, vom Wirtschaftserfolg her, die Crème de la Crème. Ja, das Sahnehäubchen auf dem Sahnehäubchen weltweit. Und aus Ländern, wo Krieg und Not herrschen, wo Hunger ist, wo die Wasserversorgung nicht klar ist, wo jederzeit zu Hause ein Mordkommando vorbeirutschen kann, da kommt man dann nach Deutschland. Das ist eine Art Paradies auf diesem Globus. Und natürlich versuchen die das. Schauen Sie, wenn ich Syrer wäre, wenn ich Afrikaner wäre, wenn ich Iraker wäre, ich würde alles tun, durch jeden Zaun der Welt kriechen, um nach Deutschland zu kommen, weil ich weiß, dann hole ich Tante, Mutter, Onkel und die ganze Familie nach und dann geht es uns allen wunderbar, so wie den Deutschen auch. Das wäre der Traum. Und dafür mache ich was, natürlich. Ich riskiere sogar mein Leben dafür. Was klar sein muss, ist, das richtet sich hier dagegen, dass wir weiter eine funktionierende, sozial balancierte Demokratie sind. Denn diese Menschen lassen sich plötzlich einsetzen bei der Bundeswehr. Die Effekte sehen wir schon. Wir haben schon Bundeswehrsoldaten, die kommen aus Afghanistan. Die sind für jeden Schweinejob zu haben. Und mit diesen armen Flüchtlingen, Migranten, Asylanten kann man eben solche Geschäfte aufziehen. Die sind in der Polizei verwendbar. Die würden auch auf Deutsche schießen, wenn hier Unruhe entsteht, weil die Regierung sich nur noch im Bereich der Hochverratspolitik aufhält. Das sind hochkomplizierte, ganz gefährliche Dinge. Und bei dieser Migrantenwelle wissen wir, dass Tausende und Zehntausende ausgebildete Straßenkämpfer und Terroristen, da ist alles drin, was sie brauchen. Sie wissen, wie man einen Häuserzug erobert und hält gegen anrollende Truppen. Die wissen, wie man Bomben baut, wie man Sprengfallen baut. Die wissen, wie man Bevölkerungen unterdrückt. Solche Leute kriegen wir hier ins Land unkontrolliert. Da kommen Leute in eine Unterkunft, 270 Mann davon verschwinden in der kommenden Nacht 200. Die Polizei ist völlig überlastet, die weiß gar nicht, wo die sind. Wie kann man aber, also so viele Fragen eigentlich, wie kann man aber so viele Menschen, das sind Zehntausende Menschen, die herkommen und Hunderttausende, die an den Grenzen stehen, wie kann man diese kontrollieren? Und logistisch ist das eine Meisterleistung, so Menschenmassen so zu kontrollieren, so einzuschleusen und sie dann so zu verwenden. Wie kann man das kontrollieren? Und da sage ich eben aufgrund der langjährigen politischen Erfahrung, wir haben doch diese Migrantenwelle hier nicht plötzlich von heute auf morgen bekommen. Das wollen uns die Medien weismachen. Wir wurden aber, wenn Sie das mal rückverfolgen, in den letzten 5 Jahren schon über Flüchtlingselend gebrieft.
immer mehr solche Beiträge kamen in den Lügenmedien. Warum? Wir wurden vorbereitet. Von langer Hand ist das vorbereitet. 2014 hatten wir 61% mehr Asylanträge als 2013 in Deutschland. Aha, so eine Welle tritt man ja nicht von heute auf morgen los. Da öffnet man die Schleusen und dann macht es irgendwann Rums. Und dies Jahr ist das Jahr des großen Rums. Und diese Bundesregierung möchte das noch jahrelang durchhalten. Millionen sollen kommen. Und das ist einfach ein Verbrechen. Und wenn man das steuern will, wenn man also, so wie Ihre Frage voraussetzt, ein konstruktives Regierungsinteresse hätte, im Sinne von Völkern, im Sinne von Menschen, denn durch den Kakao gezogen werden ja nicht nur die Deutschen, sondern auch die Flüchtlinge. Die werden einfach benutzt als Deckung für Terroristen. Und wenn man das steuern will, dann richtet man natürlich Auffanglager bei den Freunden in Europa ein, hält sie dort, versorgt sie vernünftig, entscheidet schnell und schaut dann, wohin damit und regelt das Ganze. Das hätte man vor ein, zwei Jahren machen können. Diese Bundesregierung, der werfe ich vor, dass sie ihre eigene Polizei, ihren eigenen Bundesgrenzschutz, ihr eigenes Bundeskriminalamt, den BND und den Verfassungsschutz missbraucht für eine kriminelle Politik mit Migranten, mit Asylanten, mit Wirtschaftsflüchtlingen auch zum Teil, aber auch natürlich mit Kriegsflüchtlingen, die echte Not haben. Und macht ein riesiges Betrugssystem mit diesen Menschen, mit so vielen. Das wäre alles nicht nötig gewesen. Jahrelang ist das vorbereitet worden und jetzt läuft es und überrollt uns. Und das soll es auch. Es soll Unruhe schaffen. Mit Unruhe kann man die demokratischen Rechte einschränken. Das ist der letzte Satz.